Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Oh, hübsch. Was haben Sie uns denn da mitgebracht? Ja, zwei Tafeln mit Abbildungen drauf, von denen ich nichts weiß, was sie darstellen. Und die kommen von der Großmutter über die Mutter und dann an mich. Es fühlt sich an wie die zarteste Babyhaut. Es ist so unglaublich fein, ganz wunderbar. Ein keramisches Material in Blau, oder so blau-grün, eingefärbt, komplett durchgefärbt. Rückseite. Das Material. Dann weiße Auflagen, jeweils ein Rahmen und dann Figuren drauf. Aufgeklebt sozusagen, aus einem Relief herausgenommen und aufgeklebt. Also geklebt mit vor dem Brennen, so, also mit Schlicker befestigt, aber appliziert, genau. Und zwar dargestellt, wenn Sie die Darstellung interessiert, eine tanzende Frau, die nun ziemlich wild tanzt, denn ihr Schleier, bauscht sich da. Und sie hat einen Jungen bei sich, der so einen Stab hält. Das ist, geht zurück in die antiken Darstellungen. So etwas finden Sie zum Beispiel in Pompeji, in den Wandmalereien. Es ist eine Mänade. Eine Mänade ist eine Frau, sind Frauen, die ins Gefolge der Weingötter gehören und die tanzen ekstatisch und eben natürlich schon ein bisschen alkoholisiert. Die hat schon raus, oder? Genau, und in diese bacchantischen Feste gehört auch der Tyros. Das ist dieser Stab, der hier ein kleiner Eros hält. Also sehen Sie, also eine ganze griechische Unterricht. Der Tyros, genau. Ein Stab mit einem Pinienzapfen, wo Bänder dran sind, und das macht das Ganze dann noch festlicher. Auf dem anderen Bild haben wir eine Frau, die zwei Masken bei sich hält. Sie hält einen Spiegel, das ist ein antiker Spiegel, in der Hand, und sie schaut einen jungen Mann an. Ein jungen Mann, der was lernen will. Wir wollen ja alle als Jungen was lernen. So. Es ist die Veritas, die Wahrheit. Und zwar, die Veritas hat einen Spiegel, also prüfe dich selbst in dem Spiegelbild, und sie hat die Masken abgelegt, die sie hat. Also es ist die nackte Wahrheit, in Anführungszeichen. So. Dieser Spiegel kommt auch bei der Prudentia, bei der Vorsicht und so weiter oft vor, aber in diesem Zusammenhang sehe ich da eindeutig eine Veritas. Es sind zwei Fliesen, die kann man sich so an die Wand hängen, die kann man in ein Möbel einbauen, kann man machen, was man will. Und wenn wir jetzt noch wissen wollen, woher die sind, dann hilft uns die Rückseite. Dann hilft es, das zu lesen. Genau, hier steht nämlich Mettlach. Genau. VB steht für Villeroy und Boch. Ah, ja. Und die Turmmarke ist auch ganz eindeutig immer in der Zeit kurz vor 1900, also ab 1770 bis 1900. Und noch was verrät uns die Rückseite, nämlich die 7065, das sind die Modellnummern. Aber die sagt auch was zur Technik in dem Fall aus. Denn wir haben es hier mit dem Material Phanolith zu tun. Das ist ein ganz feines Steinzeug. Phanolith ist also diese durchgefärbte Masse, darauf dann nach dem ersten Brand diese zweite Schicht, die im Prinzip wie die Wedgwood-Reliefs auch von der Optik dann das Ganze gestalten. Und es gibt aber, also Mettlach hat nicht nur Phanolith hergestellt, die haben auch Gemmensteinzeug hergestellt. Und das hat nie 7000er Nummern. Also all die mit der 7 anfangen, ist es das Phanolith. Das war auch etwas teurer. Und man erkennt es auch daran, dass es so translucide Bereiche hat. Das heißt, dass es fast durchscheint. Also hier, wo es so ganz fein ist bei den Bändern, hat man ja das Gefühl, dass der Untergrund noch durchscheint. Mettlach hat Ende des 19. Jahrhunderts auf den großen Ausstellungen damit unheimlich viel Furore gesorgt, weil die wirklich ganz große Wandtafeln, fast ganze komplette Wände mit solchen Reliefs ausgestattet hatten. Das muss natürlich bombastisch ausgesehen haben. Ja. Nun sind sie kleiner und deswegen ein kleinerer Preis? Da ist der Preis leider auch etwas kleiner. Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also ich denke mal so für das Paar 200 Euro, so in der Drehe bewegen wir uns, 200 bis 300 Euro auf jeden Fall. Aber prächtig sind sie. Ja, wunderschön. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke schön.